Stress zwischen Bones MC und Flair, auch Farid nischt mit und regt sich außerdem über Apache auf. Tilo macht weiter Entzug. Let's go. Zwischen Flair und 187 Oberhaupt Bones MC gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahren Beef. Wurde das Ding zwischenzeitlich ordentlich ernst und hart geführt, wo ja zwischenzeitlich sogar ein Boxkampf der beiden im Raum stand, war jetzt in den letzten Monaten auffallend wenig bis gar nichts mehr zu hören. Weder von Flair noch von Bones. Ein wiederkehrendes Motiv dieses Beefs war ja immer eine Aussage von Flair, welche er in einem 16-Bars-Interview vor knapp 3 Jahren raushaute. Hier bescheinigte Flair der 187-Straßenbande 187 für die Zukunft nämlich das hier. Drogen, Höhenflüge, Strafverfolgung, nächstes Jahr ist vorbei. Bei allen von denen. Dies hatte Bones MC daraufhin immer wieder aufgegriffen, wenn er und seine Jungs den nächsten großen Erfolg einfahren konnten und versah diese Erfolge dann halt immer mit dem Spruch, nächstes Jahr ist vorbei. Und obwohl sich der Beef abgekühlt zu haben schien, geht Bones jetzt mit genau dieser Schiene weiter. Aber erstmal kurz Werbung. Leute, es geht um Bars, Bars, Bars. Legend Bars Proteinriegel von Sec Plus mit fucking nochmal 26 Gramm Eiweiß pro verdammtem Riegel. Mit dem Code RAP10 spart man 10%, das heißt, man kann sich 11 Packungen zum Preis von 10 bestellen, das sind dann 132 Stück, hält also circa eine Woche auf locker. Am Wochenende nämlich postete Bones MC zunächst einen Screenshot eines Flair-Interviews und schrieb hierzu, vor 3 Jahren hat er gesagt, 187 ist in einem Jahr vorbei. Jetzt sind 2 Jahre vergangen, 6 Lachsmileys. Ah, okay. Dann zeigte Bones außerdem noch im Vergleich, dass Saphir, der wohl am wenigsten aktive Künstler von 187, auf Spotify mehr monatliche Hörer habe als Flair. Es dauerte dann natürlich nicht lange, bis eine Reaktion von Flair kam. Der nämlich zeigte in seiner Instagram-Story zunächst einmal auch diese Screenshots von Bones MC, schrieb hierzu dann allerdings auch noch, hast gut gefaked. Lachsmiley. Außerdem zeigte Flair ein Foto von Bones mit, sagen wir mal, leicht schiefem Blick und schrieb hierzu, Rappers lie, Numbers lie, Man don't. Dies schrieb Flair zusätzlich dann auch noch auf Twitter und verlinkte hierzu direkt Spotify. Das wiederum wird wohl höchstwahrscheinlich eine Anspielung sein auf das, was Flair auch schon Ende letzten Jahres in den Raum stellte und worüber wohl auch eigentlich eine Steuerung F-Doku erscheinen sollte, und zwar, dass das Klicks kaufen im Deutschrap-Game auch nach den Enthüllungen über Kai der Hacker munter weiterlaufe. Ebenfalls über Bones MC sprach übrigens vor kurzem Farid Bang in einem Twitch-Livestream, in welchem er dazu auch noch stilecht den Pyjama von Shindy trug. Farid wird hier gefragt, ob er den neuen Track Yum Yum von Jizzes und Bones gehört habe und sagt hier, er habe, bis auf die Hits, an denen man ja wohl eh nicht vorbeikommt, noch nie einen Track von Bones MC gehört. Das sei für Farid wirklich zu viel des Guten, denn er sei kein Fan von der Musik von Bones MC. Und von ihm eigentlich auch nicht. Scheiße. Scheiße, der arme Bones, Alter. Steht da etwa vielleicht ein klein bisschen Beef im Raum? Das könnte wirklich interessant werden. Farid Bones. Welches Lied Farid aber gehört hatte und auch live darauf reagierte, war das neue Ding von Apache gemeinsam mit Udo Lindenberg. Farid hatte sich ja bereits in der Vergangenheit öfter mal ein klein wenig über Apache lustig gemacht und diesen verarscht oder ihn mit der Zeile, sollte ich mich mit Apache zeigen, dann siehst du, wie er mir die Haare schneidet, gedisst. Und so gab es jetzt in der Reaction, sagen wir, auch nicht wirklich positive Worte von Farid für Apache. Zunächst einmal kritisierte Farid Apache dafür, dass dieser in Musikvideos immer wieder wiederholt Werbung für Alkohol mache und checkte dann außerdem live on stream, dass dieser Song Apache, Udo Lindenberg, in der Deutschrap Brandneu-Playlist auf Platz 6 gelistet sei. Hierzu sagte Farid, dass dieser Track doch eindeutig überhaupt kein Deutschrap sei und kritisierte somit zumindest auch wieder die Spotify-Kuratoren dieser Playlists. Ein wirklich ernstes Problem scheint Farid aber mit Apache wiederum dann auch nicht wirklich zu haben, denn erst vor wenigen Monaten war Farid ebenso wie Apache auf der Filmpremiere von Khatar und sagte hierzu dann später, hast du Apache auf der Premiere getroffen und geredet? Wir haben uns nur die Hand gegeben. Ich habe den gesehen, dann haben wir uns die Hände geschüttelt, das war's. Und zum Abschluss dieser Folge läuft dann offenbar auch der Entzug von Tilo weiter. Dieser hatte ja bereits vor einigen Tagen angekündigt, eine bestimmte Show am Freitag absagen zu müssen, weil er im Entzug sei und schob jetzt auf Instagram noch einmal folgende Story nach. Ach so, und es tut mir wirklich sehr leid, aber der Entzug lässt es nicht zu, dass ich heute im Musikpark auftreten kann. Die Show wird natürlich verschoben, dann habt ihr wenigstens einen fitten Tilo on stage und keine halbe Drogenleiche.
Alles klar. Ich wünsche auf jeden Fall gutes Gelingen und ansonsten haut rein. Deine Mutter fand mich aber nicht so hässlich.